Das heißt also, die Zukunft, es gibt ja nicht eine, sondern wahrscheinlich viele. Ja, ist richtig. Ja? Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Das geht jetzt gar nicht. Das ist eine, ja, in gewisser Weise eine Blackbox, aber man kann sich ihr annähern. Und was wir in diesem Haus der Zukunft, was ja gerade erst im Aufbau befindlich ist, was es noch gar nicht gibt, also die Eröffnung ist auch noch in der Zukunft, was wir da machen wollen, wir wollen eben versuchen, dass man sich auch Zukünfte wünschen kann, um sich etwas wünschen zu können und dann auch zu schauen, ob diese Wünschbarkeiten machbar sind gegebenenfalls, muss man auch eine Vorstellung von solchen wünschbaren Zukünften haben. Aber es ist gut, nicht wenn man eine. Damit umgeht, mit den Ankern ja, der Vergangenheiten. Ja, ja. Und da sind ja Spuren. Also ein Spurenleser kann natürlich manches über die Zukunft aus den Vergangenheiten und den Gegenwarten oder der Gegenwart entnehmen. Die Zeit ist ja ein Verlauf. Die Vergangenheit ist auch ein Prozess gewesen, die Vergangenheit hat sich laufend geändert. Und man sagt so schön, aber es ist auch was Richtiges dran, es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit. Man muss also das Erdsystem verstehen, man muss verstehen, wie es reagieren kann, man muss verstehen, wie das heute zu dem geworden ist, was es heute ist. Und das sind Voraussetzungen, um sich der Zukunft dann auch annähern zu können. Und da gibt es ein Stichwort, das Sie sozusagen öfter kommentieren, erwähnen, propagieren und so weiter. Das ist das Anthropozän. Ja. Ja? Das wäre ein Erdzeitalter. Ja? Ja. Also das nicht auf das Quintär, auf das Quartär folgt, sondern ein eigenes, von Menschen gemachtes Zeitalter. Ja. Wenn Sie das mal begründen. Wenn ich da ein bisschen ausholen darf, es gibt die Gruppe, eine große Gruppe der sogenannten Erdsystemforscher, die versuchen, die Welt zu verstehen, wie der Globus auch funktioniert. Da geht es darum, wie konstant sind etwa ist das Klima geschehen, wie konstant sind Strömungen, ob es nun Wasserströmungen sind oder auch Luftströmungen, wovon ja zum Beispiel wieder der Monsun abhängt, wie konstant oder flexibel sind Jahreszeiten. Und da können wir, auch wenn wir in der Erdgeschichte dann schauen, Zeiten sehen, die recht lange stabil waren oder relativ stabil und dann gab es große Umbrüche immer wieder und dann gab es eben wieder ganz anderen Status des Erdsystems und also nur als Beispiel, es gab die Treibhauszeiten, die dann immer wieder gekippt sind in Kühlhauszeiten, man sagt oft Eiszeiten, aber es war nicht die ganze Erde vereist und da haben nun, um zum Anthropozän zurückzukommen, haben nun die Erdsystemforscher auf einer denkwürdigen Tagung in Mexiko in 2000 wieder mal gesehen, was der Mensch alles so an Einflüssen auf dieses Erdsystem hat. Und da hat einer der Erdsystemwissenschaftler, Paul Krusen, Nobelpreisträger, dem wir verdanken, dass wir wissen, warum es das Ozonloch gibt und gab und wie man es auch wieder schließen kann. Er hat einen Ausspruch gemacht: Wir leben doch nicht mehr in diesem Holozän, sondern im Anthropozän. Und da war das Ganze in der Welt. Und damit auch die These, dass das, was wir heute an Eingriffen ins Erdsystem machen, auch geologisch manifest wird. Also dann auch von späteren Geologen dann quasi wieder aus der Untersuchung von Erdschichten nun wieder entziffert werden kann. Und das ist nun diese These. Und es gibt eine große internationale Arbeitsgruppe, Anthropocene Working Group, zu der ich auch gehöre. Und die testet nun diese These. Die schaut nun wirklich, ob es nun eben diese geologischen Signale in der allerjüngsten Erdgeschichte gibt, sodass wir von einem Anthropozän sprechen können. Und es gibt eine Instanz? Die Instanz ist die Internationale Stratigraphische Kommission, die als ganz wesentliche Leistung diese internationale Chronostratigraphic Chart herausgibt, nach der sich die Geologen, die Stratigraphen richten, einfach auch damit sie wissen, wenn da eine Jura sagt oder oberer Jura, dass man sich auch versteht, dass man dieselbe Zeit oder denselben Zeitabschnitt meint. Ja, und da diese International Stratigraphic Commission, internationale stratigraphische Kommission, hat diese Arbeitsgruppe eingerichtet, die nun eben ein testen soll und so ähnlich. Also das ist eine wirklich, man kann sagen, bürokratische Einrichtung. Übrigens der größten Gruppe von Geowissenschaften, die wir haben, the International Union of Geological Sciences, und da ist es wieder der größte Body, die größte Einrichtung, auch schon mit einer ganz langen Tradition. Es dauert manchmal Zehner von Jahren, bis neue erdgeschichtliche Zeiten definiert werden oder auch mal wieder weggenommen werden.
Ein vielleicht bekanntes Beispiel, also von Lehrbüchern auch bekannter Begriff, ist das Tertiär. Das Tertiär ist eigentlich wieder abgeschafft worden. Man müsste jetzt Paläogen und Neogen sagen. Es war ein langer Prozess des Vorschlags der Abschaffung. Man hat es dann gemacht. Es richtet sich keiner danach, sodass es jetzt schon wieder einen Vorschlag gibt, das wieder zu reetablieren. Sie sehen also ein recht bürokratischer Apparat, aber ein wichtiger Apparat. Was nennt man Quartär? Das ist ja das, wo wir noch drin leben im Zeitalter. Also das Quartär beginnt vor etwa 2,6 Millionen Jahren. So hat man das nun definiert, hat sehr viel damit zu tun, dass die Gattung Mensch nun auch vorhanden ist. Es besteht in der Unterteilung aus dem Pleistozän. Das wäre die Zeit, wo wir die vielen verschiedenen Eiszeiten hatten in dieser jüngeren Erdgeschichte. Und dann aus der Nacheiszeit, dem Holozän, in der wir formal immer noch leben, bis das Anthropozän gegebenenfalls etabliert ist. Dieses Holozän zeichnet sich dadurch aus, dass wir nun eine sehr stabile, seit fast 12.000 Jahren, eine sehr stabile Umwelt haben, auf die man sich, wenn Sie so wollen, verlassen kann, auch als Mensch. Wir haben die Jahreszeiten, man kann vorhersagen, dass es auch wieder regnen wird. Man kann einschätzen, wie kalt es im Winter im Schnitt werden wird, auch wenn es dann Ausnahmen davon gibt. Man kann sich niederlassen. Das war also eine wesentliche Voraussetzung für die neolithische Revolution, dass wir vom Jäger- und Sammlertum zur Sesshaftigkeit gekommen sind. Man kann davon ausgehen, dass eben nicht gleich sobald ein Acker angelegt ist, dann eine Phase kommt, wo riesige Stürme das vollkommen zunichte machen. Man kann davon ausgehen, dass ein Fluss, an dem man sich angesiedelt hat, nun hoffentlich auch einigermaßen Konstanz zeigt. Und es war auch wichtig für die industrielle Revolution, wenn sie Straßen bauen, Eisenbahnen bauen, Industrie anlegen, also auch auf Versorgungssysteme angewiesen sind, ist wichtig, dass sie sich so einigermaßen auf diese stabile Umwelt verlassen können. Das ist im frühen Erdzeitalter nicht so, nicht? Also da gibt es Winde. Ja, die sozusagen exzessiv sind, meinetwegen Winde, die von Osten gleichmäßig über einen Kontinent wehen und in 440.000 Jahren sich nicht ändern. Ja, das ist ja was anderes als ein Monsun. Ja, nicht? Es gibt vor allem Umbruchzeiten in der Erdgeschichte und von denen, nach allem, was wir wissen, sind diese Vorhersagbarkeiten dann sehr aufgelöst hier. Es sind also mehr chaotische Muster, die man da haben, bis sich so etwas wieder einigt. Was wäre da? Wären da Wellen, die deutlich höher sind, als wir sie uns vorstellen können? Oder kann das nicht gehen? Also eine besondere Zeit war die späte Kreidezeit hier, also als es noch die Dinosaurier auch gab. Und dort war der Meeresspiegel extrem hoch, weil wir eben starkes sogenanntes Ozean-Bodenspreizung hatten. Die Meere dehnten sich zwar aus, aber die Volumen waren kleiner, weil sich die mittelozeanischen Rücken stark aufgewölbt haben. Wir hatten kein Eis, sodass wir also über 200, 250 Meter Meeresspiegelanstieg sprechen. Und das hat das Klima dermaßen abgepuffert in einer gewissen Weise, aber nicht beruhigt, sodass es eben nicht vorhersagbar war, wo der nächste Wirbelsturm herkommt. Es wird nicht zwingend wahnsinnig viel stärkere Wirbelstürme gegeben haben, obwohl wir schon aus solchen Zeiten auch viele Sturmablagerungen kennen. Wir nennen sie Tempestite, schöner Name. Aber es war sehr viel chaotischer, sehr viel weniger vorhersagbar, was abläuft. Und wenn Sie mal sowas, Sie nannten vorhin Eiszeit und sprachen von Kühlzeiten. Wie muss ich mir das vorstellen? So wie, sagen wir mal, Engadin ohne jede Feuerstelle, ohne jedes Haus und so weiter. Ja? Engadin im Winter, so etwa? Also wir hatten Eisvorstoß von den Alpen, der also weit rausging, weit in die ganze Schweiz hinein oder in Bayern natürlich bis dorthin, wo heute dann die Seen enden, der Ammersee, der Starnberger See, das sind alles Moränen, also vom Eis vorgeschobenes Material, was dann später eben Seen aufgestaut hat hier. Und von Norddeutschland her kamen, war alles unter Eis von den Gletschern, die von Skandinavien vorrückten.
Und uns etwa in der Berliner Gegend die ganzen Findlinge auch gebracht haben, die dann auch die kleinen, die dann zu Pflastersteinen zum Beispiel verwendet, für Pflastersteine verwendet wurden. Sieht sowas aus wie Spitzbergen beispielsweise, kann man sich so vorstellen? Also wenn das Eis dann wieder weg ist, ja. Relativ glatte Oberflächen, aber auch sehr viel, es kommt darauf an, wie steil die Gefälle sind. Von den Alpen her ist mit einem hohen Gefälle ist recht viel grobes Material angeschoben worden. In Norddeutschland ist sehr viel feines Material, die sogenannten Geschiebeleme, angekommen, die übrigens auch ganz wichtig sind, weil sie sehr viel Ton und Lehm machen, um etwa Ziegel zu brennen. Berlin ist von diesen eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Geschiebelehmen eigentlich erbaut worden. Man hat die Ziegeleien im Umfeld von Berlin angelegt, dort wo es das eben gibt, und man hat dann Kanäle gebaut, um diese Ziegel nach Berlin zu bringen. Also schon ganz anthropozän. Berlin, sagt man, ist aus dem Kahn erbaut worden, aus diesen eiszeitlichen Tonen und Lehmen. Das heißt, der Mensch ist hier sehr verknüpft, natürlich mit der Geologie auch. Und das sagen Sie jetzt, wenn ein unabhängiger Forscher, sozusagen der Besucher Voltaires vom Sirius, sich mal ausgedacht, dass irgendein Zeuge käme, der nicht unseren Gewohnheitsblick hat. Ja? Und der würde jetzt sagen, wenn er unsere Erdkruste und die Ozeane untersucht, hier ist schon eine Schicht feststellbar, ja? Und die ist ohne die Tätigkeit der Menschen nicht vorstellbar. Da hätte er es relativ leicht. Er würde neue Formen von, nennen Sie mal Fossilien, finden. Technofossilien nennen wir das hier. Das ist etwa das Plastik, insbesondere auch das Plastik, was wir zwar schon in der Vorkriegszeit produziert haben. Da gab es Shellackplatten, da gab es Bakelitschalter, also dieses schwarze Hartplastik, was wir für Lichtschalter etc. hatten. Aber so richtig los ging es im Krieg mit mobilen Küchen. Da war Porzellan zu schwer, und dann vor allem in der Nachkriegszeit. Erst mit Moden, Nylonstrümpfe, dann auch für die Männerwelt PVC-Hosenträger, aber dann eben vor allem auch die Verpackungsindustrie. Und wir haben einen astronomisch schnellen Anstieg von Plastik. Wir kippen derzeit etwa jede Minute einen Lastwagen voll Plastik in die Meere. Wir produzieren mehr Plastik pro Jahr, als es der Biomasse aller Menschen, aller lebenden Menschen entspricht, oder ungefähr in der gleichen Höhe. Das heißt also, vieles davon landet in den Sedimenten von Hochgebirgstümpeln bis in die Tiefsee. Das ist alles schon nachgewiesen. Das ist vielleicht das wichtigste Technofossil, was wir haben, was wir dann auch finden können. Aber auch Aluminium. Aluminium ist eigentlich das kommt häufigste Element hier. Es kommt nicht in reiner Form in Natur nicht vor, sondern wir machen Alufolien draus, wir machen ganz Alu-Kochtöpfe, ganz viele Produkte, haben hier 98% allen Aluminiums, was je produziert wurde, eben auch seit 1950 produziert. Auch das ist was ganz Neues. Oder wir produzieren sogar Aschekügelchen, ganz spezielle Formen, die man nur aus mit Verbrennung von Kohle oder fossilem Öl nun machen kann unter industriellen Prozessen. Auch das kann ein Geologe später einmal erkennen. Also das wären die neuen Materialien. Er wird aber sich auch wundern, dass das, was er vielleicht aus früheren erdgeschichtlichen Ablagerungen gelernt hat, wie es so mit der Sedimentation funktioniert. Das ist ja charakteristisch für Ihre Methode. Ja. Das heißt, Sie haben einen bestimmten Zeitpunkt, da ist der Iridium. Ja, in den Schichten, das eigentlich auf die Erde so nicht gehört. Mhm. Also ist ein Himmelskörper vermutlich eingeschlagen und hat das verbreitet. Ja. Und da können Sie eine Datierung mit verbinden. Ja, und so ähnlich wäre das dann eben auch, wenn wir... Aber markanter sogar noch, nicht? Als die Iridium-Infektion, könnten also, Sie sagen. Zumal eben vieles zusammenkommt, es ist das Plastik, es ist das Aluminium, es sind diese speziellen Rußpartikel, es sind auch die radioaktiven Fallouts von Atombombenversuchen. Beginnend mit Trinity, erster Atombombenversuch in 1945, eben 16. Juli. Das ist über Jahrtausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren nachweisbar, selbst wenn dieses radioaktive Material zerfallen sein wird, etwa radioaktives Plutonium, wird letztendlich dann eine Bleiakkumulation vorhanden sein, die auch wieder natürlich ist, die wir also drunter und drüber nicht mehr finden.
Und diese Schicht hier, ja, nicht? Also in den Ozean anders geordnet als im Boden. Wenn Sie da mal so ein bisschen die Erscheinungsformen sagen, Sie sprechen da von der bestimmten Plastikarten, die wie ein Floß funktionieren. Ja. Da setzen sich jetzt Lebewesen drauf, ja, nicht? Und die kommen und vergehen, ja. Wenn sie drauf sitzen, neigt dieses Plastikfloß ja, dazu, sich zum Meeresgrund zu bewegen und dann steigt es wieder auf. Ja. Dieses Plastik macht alles Mögliche, bevor es dann wirklich eingebettet wird und geologisch quasi überliefert wird. Wenn letztendlich landet sehr, sehr viel Plastik eben in den Meeren. Dort zerfällt es zu kleinen Partikeln durch UV-Strahlung. Es gibt sogar viel Plastik, was UV-Filter drin hat, wenn Sie so wollen, Sonnencreme, damit es nicht so schnell zerfällt, damit es haltbarer wird. Aber letztendlich wird es zerfallen durch Strömungen, durch Wellenschlag, aber eben auch durch die UV-Strahlung. Es wird manches Plastik direkt absinken, weil es schwerer ist als Wasser. Es wird vieles auch schwimmen bleiben und kann dort als Floß verwendet werden, wo sich kleine Mikroorganismen ansiedeln, wenn es größere Stücke sind, durchaus auch Muscheln, die sich dort anheften können und dann über die Ozeane quasi als invasive Arten überall auf die Welt hinkommen können. Viele, viele andere Organismen. Es sammeln sich aber leider auch Schadstoffe an, denn Plastik ist ja nun mal auch ein organisches Material, wenn es auch sehr, sehr enge Ketten, sehr enge Netzwerke von Kohlenstoff, Wasserstoff hat. Aber das lädt quasi ein, dass sich keine so schönen Dinge auch dort anlagern. Das kann noch DDT sein, das können polychlorierte Kohlenwasserstoffe sein. Und letztendlich kann es dann unten zu Boden sinken. Schwebende Schrotthalden. Schwebende Schrotthalden, die auch von Fischen sehr häufig als Plastik, als Plankton fehl angesehen werden, gefressen werden, sodass es dann letztendlich wieder bei uns auf dem Teller landen kann. Aber wenn ein Plastik Teil mal abgesunken ist, weil vielleicht sich so viele angesiedelt haben, dass es schwer geworden ist, dann ist die Geschichte immer noch nicht aus. Es können unten Krabben kommen, andere Organismen, die das wieder abweiden. Schon wird es wieder leichter, es poppt wieder hoch, es geht hoch, kann hier wieder besiedelt werden, kann also sehr lange im System bleiben. Eine lange Chance, auch gefressen zu werden, was nicht gut ist für die Organismen und letztendlich aber dann doch irgendwann mal, wenn es nicht wieder auf unseren Teller kommt, dann in der Tiefsee, in den Sedimenten dort zu landen. Die sind sozusagen die großen Teile. Ja? Jetzt gibt es aber, das hat mich sehr beeindruckt in Ihren Darstellungen, dass zu ganz winzigen Mikrokörpern, zu Mehl zerteilte, was wir gar nicht mehr als Plastik erkennen könnten, nicht? Ja, das ist sozusagen wie ein in der Welt nicht auf der Erde nicht vorhandener Sand. Ja? Genau, wir machen auch mit Studierenden Untersuchungen etwa an der Ostsee und finden überall hier schon diese Sandkörner drin, die also dann zunehmend den Quarzsand oder den Kalksand auch ersetzen können oder zumindest eine Mischung eingehen hier. Diese kleinen Körner, die verwenden wir auch zum Beispiel in Duschgels, in Peelingcremes, teilweise in Zahnpasta, weil es so eine etwas scheuernde Wirkung haben kann, damit unsere alten Hautschuppen weggehen. Dieses Material geht so ziemlich durch alle Filter in Kläranlagen, die wir bislang haben und kommt relativ leicht eben dann in die Sedimente hinein. Neben diesen kleinen kugeligen Gebilden gibt's auch sehr viele Fasern, Textilkleidung, die eben aus Kunststoffen besteht. Dort werden bei jedem Waschgang teilweise Tausende von Fasern abgegeben, die auch dann letztendlich als Sediment hier dann anfallen werden. Und ich verstehe in der Luft und am Meer ja, die Verbreitung sehr gut. Wie kommt so etwas, sagen wir mal, auf den Berggipfel in Kasachstan? Naja, das sind Touristen dann im Wesentlichen. Man hat dann Spezialessen dabei in Plastikfolien eingehüllt. Da gibt es das auch. Gibt es das auch. Und wenn es nicht direkt weggeworfen ist, kann es natürlich auch kleines Plastik, Plastiktüten, die schon sehr zerkleinert sind, sowas kann natürlich auch in Stürmen sehr weit verweht werden. Das sieht man auch ja nach jedem Sturm, wenn irgendwo ein großes Picknick war und es kommt ein starker Wind, dann wird das irgendwo angeweht. Also Plastik ist durchaus auch in bestimmte Teile von Plastik mit Winden transportierbar. So,
das ist sozusagen eine Erdschicht, ja, die moderne, ja, sozusagen die Geschichte der Menschheit, ja, der letzten, also 12.000 Jahre vielleicht, ja, aber expositionell, ja, ja. Zunehmend eigentlich so eine Erdschicht bildet, wie über Herr Colonio und Pompeii die Lava, ja, so hier eine zusätzliche Haut über unserem Planeten. Was wir schon aus der Erdgeschichte kennen, dass Organismen das System immer vollkommen zu Änderungen gebracht haben, kann gerne ein paar Beispiele dann aufzählen, aber es ist noch nie so schnell gegangen und oft sind die Probleme nicht deshalb so gravierend, dass wir ein qualitatives Problem haben, dass wir eben Plastik in die Welt gelangt, sondern es ist die Geschwindigkeit, die Zunahme der Produktion, die Zunahme von Prozessen, auch was das Klima natürlich angeht, was natürlich mit der Zunahme industrieller Prozesse auch zusammenhängt, die uns dann die großen Probleme schaffen. Dass es früher schon zu solchen Umstürzen durch Organismen gekommen ist, ist vielleicht auch interessant zu wissen. Es gab mal, also in Urzeiten hatten wir eine sauerstofffreie Atmosphäre und sauerstofffreie Ozeane. Das war die Zeit der Methanbakterien, die aus Wasserstoff und Kohlendioxid Energie gewinnen. Das sind 2 Milliarden Jahre vor uns. Noch früher, also so 4 Milliarden Jahre bis etwa 2,5 Milliarden Jahre. Da hatten sich die ausgetobt, hatten als Abgas, wenn Sie so wollen, Methan produziert. Was einen Treibhauseffekt bewirkt hat, der damals wichtig war, genau, weil die Sonne noch nicht so heiß war. Dann kommen die Cyanobakterien und die erfinden etwas. Ein Gift. Als, was da hinten rauskommt, was da sozusagen als Ausscheidungsprodukt anfällt, ist dieser giftige Sauerstoff, damals extrem giftige Sauerstoff. Es gab so eine Zwischenzeit, die ganz spannend war, um 2500, 2400 Jahren, wo andere Organismen versucht haben, ich spreche jetzt nicht gerade im Sinne der Evolution, sondern verkürzt, aber es führt, die haben das natürlich nicht wissentlich versucht, diese Organismen, aber es führt letztendlich dazu, es waren Organismen, Eisenbakterien, die minimale Mengen von Sauerstoff verwenden konnten, um Eisen zu fällen, als Ausscheideprodukt sozusagen, hat unsere ganzen Eisenlagerstätten dieser Welt bedingt, die vor etwa 2500, 2400 Millionen Jahren nun entstanden sind, die gebänderten Eisenerze. Danach gab es die Sauerstoffwelt, weil sich die... Ach, die sind organisch entstanden? Die sind zu einem guten Teil organisch entstanden, ja. Und dann war es die große Welt der Cyanobakterien, dann kam die Welt der Metazoen dazu, plötzlich sind die Nahrungsketten ganz anders, wieder eine Revolution. Wir sind glücklich mit unseren Lungen, ja, Sauerstoff zu atmen. Ja, nicht? Das sind wir natürlich. Das heißt also, es ist ja etwas, dieser blinde Konstrukteur, Evolution, nicht? Der ist ja ein wirklich machtvoller Erfinder, ja, und kann sich an das Gift sozusagen hier des Sauerstoffs anpassen. Aber es hat eben hunderte von Millionen Jahren gedauert und das war mein Punkt quasi unter reichlich Verlusten. Die Welt war hinterher völlig anders. Die Welt war übrigens auch anders, als dann die feste Erde besiedelt wurde. Als es zum ersten Mal Wälder gab, da war ein Kohlendioxidpuffer inzwischen wieder da, ein Kohlenstoffspeicher, der dazu geführt hat, dass so wenig Kohlendioxid dann in der Atmosphäre war, dass es zu einer Eiszeit kam, die Permakarbon-Vereisungen und ein weiterer extrem großer Einschnitt, von dem, ohne den es uns so gar nicht geben würde. Nicht nur Sauerstoff ist für uns wichtig, sondern auch Gras, die Erfindung des Grases und Ausbreitung des Grases als fantastische Nahrungsressource, die sie nämlich immer wieder abfressen können und die wächst sofort wieder nach. Das kennt jeder, der Rasen mäht. Wenn ein Baum abgeweidet wird, ein Busch, dann geht er entweder ein oder man muss bis zur nächsten Vegetationsphase warten, bis man den wieder abfressen kann. Und dieses Gras war auch die Grundlage dafür, dass wir uns niederlassen konnten, denn alle unsere Getreide, alle Produkte, die wir aus Getreide machen, bis hin zum Bier, ist letztendlich vom Gras ab, sind alles Gräser und auch die ganze Viehzucht, die wir machen, ist vom Gras auch abhängig, weil wir das dann eben verfüttern. Ist denn unter evolutionären Gesichtspunkten, also sehr langfristigen Gesichtspunkten, ist denkbar, dass gewissermaßen so ein chaotischer Input, ja, wie meinetwegen die Plastikflöße beispielsweise, ja, vielleicht unterseeische Gärten
bilden, ja, an denen sich wieder etwas Neues anpasst. Also stellen Sie sich vor, so eine alten Quellen, so eine vulkanischen Quellen, einen mittelatlantischen Rücken, ja, plus Plastik, ja, und es entstehen neue Arten. Evolution ist einerseits nicht vorhersagbar, aber es ist richtig, dass man darüber natürlich mit Plausibilitäten arbeiten kann. Und es ist tatsächlich schon bekannt, wenn auch die Forschung da noch ganz am Anfang ist, dass sich ganz spezielle Mikroben nun an das Plastik ansetzen. Und zwar Mikroben, die wir nur auf diesem Plastik in Meeren kennen und nicht in freien Meerwasser etwa. Also da tut sich jetzt schon Gewaltiges. Es ist möglich, dass Plastik dann auch im Sediment zersetzt wird. Wir kennen sowas Ähnliches aus der Erdgeschichte, dass wir so Art Teerablagerungen haben, die dann plötzlich untermeerisch austreten mit schwarze Raucher, so etwas auch, wo also ganz spezielle Lebensformen dann auftreten. Das könnte sein. Plausibler ist allerdings, dass das Plastik, wenn es zersetzt wird, eher so wirkt wie Dünger auch. Es kommt eben organische Materie noch dazu, sodass wir Sauerstoffzehrung bekommen werden und solche Prozesse, die wir eh schon stark eingeleitet haben, durch die Überdüngung insbesondere, dass sich die da auch noch verstärken könnten. Denn also Meere an sich, ja, also so salzhaltig wie sie sind und so weiter und so weit wie sie sind, sind ja eigentlich fürs Leben zunächst Wüsten. Ja, es würden sich nicht zwei Lebewesen finden, ja, um sich zu verbinden oder Stämme bauen und so weiter. Das ist nicht ganz einfach in der Wasserwüste, ja, sich die Erzeugung von Leben vorzustellen. Man braucht also Gefäße, ja, Lagunen, Kapillaren oder irgendetwas, ja, oder Felsspalten. Ich weiß nicht, alles das wird ja angenommen, dass das sozusagen die Evolution befördert hat. Und so etwas könnte doch im Grunde lagunenartig, ja, auch durch unsere chaotischen Inputs, ja, entstehen. Da ist sicherlich etwas dran. Es wird, die Natur wird darauf reagieren, auf das, was wir machen. Ich warne nur ein bisschen davor, jetzt die Zeitskalen auch durcheinander zu bringen. Das machen wir sehr gerne natürlich, dass wir... Die Zeitskalen hält keine Regierung aus. Ich werde immer wieder gefragt, weil ich ja auch Korallenriffforscher bin, ist es wirklich so dramatisch, dass die Korallenriffe heute so kriseln, dass sie vielleicht vom Aussterben bedroht sind? Das war doch in der Erdgeschichte schon mehrfach der Fall. Dann kann ich sagen, ja, Sie haben recht, aus erdgeschichtlicher Skala betrachtet sind die mehrfach ausgestorben. Es hat aber einmal 4, einmal 5 Millionen, einmal sogar 140 Millionen Jahre gedauert, bis die wieder da waren, bis sie sich wieder erholt haben. Das heißt, diese Skala hilft uns natürlich nichts, wenn ich bei dem Beispiel der Korallenriffe bleibe und überlege, was bedeuten Korallenriffe heute für uns, vom ästhetischen Wert mal abgesehen auch noch. Sie sind wichtig für den Fischfang, sie sind Kinderstuben für die Fische, sie sind natürliche Küstenbarrieren, sie fangen hier alles Mögliche ab. Sie haben sind eine unglaubliche Ressource für mögliche medizinische Stoffe, die wir noch gar nicht kennen, neue Antibiotika etc. hier. Und sie sind ein ganz großer Wirtschaftsfaktor, weil sie nicht nur für die Taucher wichtig sind, sondern weil sie auch den Sand, auf dem wir dann so gerne am Sandstrand liegen, in den Tropen eben auch ganz kräftig mitgenerieren. Wenn ich also so denke, dann muss ich die gesellschaftliche Skala eigentlich sehr stark unterscheiden von der geologischen Skala. Das Neue an diesem Anthropozän ist sicherlich, dass wir es wieder in anderer Weise zusammendenken müssen, dass wir lernen oder gerade sehen, das, was wir heute tun auf diesen kurzen Skalen, Generationsskalen, das hat geologische Auswirkungen. Und selbst wenn wir es heute aufhören, ist es geologisch überlieferungsfähig. Und viele dieser Prozesse wie Klimawandel, wie Meeresspiegelanstieg, die werden noch weiter, lange, lange, und zwar geologisch lange weiter aktiv bleiben. Wir könnten also vom langen Jetzt sprechen. Der Kollege Schellnhuber hat sogar mal von der Diktatur des Jetzt gesprochen. Das, was wir jetzt machen, das diktiert eben auch für zukünftige Generationen, sich da irgendwie damit zu arrangieren, und man hat nicht die Freiheit der freien Entwicklung, die wir eigentlich bräuchten als Menschheit. Wenn Sie jetzt, Sie gefragt als Direktor des Zukunftsinstituts, Sie müssen ja hier gerecht sein, ja? Sie müssen die Chancen der Zukunft genauso freundlich betrachten, das Glück, das da drin stecken könnte, der Erfindungsreichtum unserer Erde, genauso wahren wie die Warnung.
Wenn Sie nur als Cassandra auftreten, sind Sie nicht Wissenschaftler. Und gleichzeitig geht auch Sie ja viel Druck. Ja, denn ich meine, es ist ja völlig berechtigt, dass wir sagen, wir sind den Kindern verantwortlich und den kommenden Generationen und die Erde ist uns nur anvertraut. Ja, nicht? Und hier wird Missbrauch getrieben. Aber man kann ja nicht Richter sein, wenn es um diese Prozesse geht. Wie handhaben Sie das? Das ist ja ein sehr ganz schwieriges Narrativ. Ja, Narrativ ist, glaube ich, ein wichtiges Wort dabei. Ich glaube, dieses Anthropozän-Konzept kann uns helfen, uns hier neu zu verorten. Denn also zum einen ist es mal ein, man darf durchaus sagen, naturwissenschaftlicher Ansatz, Erdsystemforschung, die feststellt, dass... Luther sagt, das ist auch eine Kampfparole. Das ist auch eine Forderung, sozusagen Entwicklungen moralisch zu betrachten. Ich will es ein bisschen auseinandernehmen, genau. Also diese nüchterne Beschreibung aus den Wissenschaften, das Erdsystem ist vom Menschen ganz stark geprägt. Der Mensch ist ein Erdsystemfaktor geworden, er ist auch ein geologischer Faktor geworden, weil es sich geologisch niederschlägt. Das hat natürlich so einen Verantwortungsimpetus und der kann nun in die verschiedensten Bereiche reingehen. Das ist also jetzt nicht mehr das Anthropozän-Konzept ganz klein, sondern es sind jetzt wirklich Verantwortungsaspekte, die daraus resultieren. Eine Sache, die man sich dabei, glaube ich, immer wieder vor Augen führen muss, ist, eine Grundaussage aus diesem Anthropozän-Konzept ist, es gibt nicht die Natur auf der einen Seite und den Mensch und seine Technik und seine Kultur auf der anderen Seite, sondern wir müssen das stärker zusammendenken. Wir müssen uns also verstehen, dass es ein System gibt, wo neben der Atmosphäre, der Lithosphäre, der Hydrosphäre, der Petosphäre, der Boden, des Bodenbereichs, eben auch eine Anthroposphäre dazugehört. Und wir interagieren sehr stark. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen, ist eine ganz starke Metapher, auch eine komplexe natürlich Metapher. Letztendlich, was auch immer hier in diesem Studio steht, ob es nun nur Kleidung ist oder das Wasser natürlich, aber eben auch die Hightech. Wir nehmen sie alles aus der Natur heraus, bauen es um, bauen es anders zusammen. Und wir müssen weiterdenken, dass es eigentlich in diesen zu diesem Erdsystem weiterhin passen muss, auch wenn wir es nicht mehr brauchen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, wie wir rangehen können. Das Zweite ist, dass wir eben sagen, ja, wir können Business-as-usual-Szenarien kreieren. Was wäre, wenn wir weiterhin so viel Plastik produzieren oder noch mehr produzieren, diese Beschleunigung so vorangeht, wenn wir so viel Beton weiterhin verwenden, so viel Sand, der dann am Ausgehen ist, weil wir keinen mehr haben, obwohl er in den Wüsten liegt. Der ist dort nicht verwendbar. Das muss man natürlich auch weiter treiben, aber es geht nicht um ein Entweder-Oder. Wir wissen, so können wir es nicht machen, also müssen wir es so machen. Das wäre die falsche Sache. Wir stecken da, glaube ich, in unserer westlichen Denke, auch in unserer christlichen Denke. Wir müssen die Wahrnehmung dafür eigentlich erzeugen. Ja, wir sind zu stark in diesen Dualismen drin. Ja. Wir denken immer in gut oder schlecht, richtig oder falsch. Wir müssen mehr in Spektren denken. Wir versuchen das in diesem Haus der Zukunft, dass wir sagen, von den vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die man sich theoretisch denken kann, versuchen wir mal idealtypische Zukunftsvisionen aufzubauen. Das können reaktive Szenarien sein. Wir haben ein Problem und dann packen wir es an, aber ganz richtig, konsequent auch auf Nebenwirkungen bedenken. Wir können ein anderes Szenario machen, ein weniger ist mehr Szenario, ein Suffizienzszenario. Was wäre, wenn wir wirklich andere Werte haben, wenn wir viele Dinge herunterfahren, um dafür anderes zu entwickeln. Wir können ein bioadaptives, ein Kreislaufwirtschaftsszenario aufmachen oder ein klassisches Hightech-Szenario, um da mal ein paar Beispiele zu bringen, vielleicht beim Thema Ernährung, weil das ja ein sehr nahes Thema ist. Reaktiv würde bedeuten, wenn wir demnächst 9 oder 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, könnte es sein, in diesem reaktiven Szenario, dass wir eben auch sicherstellen müssen, dass wir hochproduktiv weiterhin Nahrung produzieren. Wenn wir also einen neuen Schädling haben, brauchen wir vielleicht ein neues Pestizid. Ein Suffizienzszenario beim Essen würde bedeuten, wir essen möglichst lokal, wir essen möglichst saisonal, wir achten darauf, dass es nicht verpackt ist und mit ganz viel Energie um die Welt transportiert wird. Und wir müssten aber durchdenken, konsequent, ob sowas weltweit gegebenenfalls auch machbar ist. Ein bioadaptives Szenario könnte bedeuten, wir essen
vielleicht andersartige Nahrung, vielleicht Insekten. Insekten werden von 2 Milliarden Menschen auf der Welt gegessen, brauchen sehr, sehr wenige Ressourcen, sind sehr gesund hier, sind auch noch einfach herstellbar hier. Das könnte man sich vorstellen. Man könnte aber auch sagen, nein, es könnte das klassische Essen sein, sicherlich weniger Fleisch, aber es darf durchaus von der ganzen Welt kommen, denn die Energie für den Transport stammt aus Erneuerbaren, das Verpackungsmaterial zersetzt sich wieder, ist recyclingsfähig oder wir können es sogar aufessen. Ein Hightech-Szenario, das könnte der Burger aus dem Labor sein. Die Tüte ist der Nachtisch. Die Tüte könnte in dem anderen Fall der Nachtisch sein. Und Laboressen, also es gibt ja schon den Burger aus dem Labor, ist noch ein bisschen teuer. Also Kunstfleisch zum Beispiel, Essen aus dem Drucker und derartige Dinge. Und wir wissen, wenn ich das so aufzähle, keines dieser Szenarien wird in Reinkultur kommen, aber es soll eine Denkhilfe sein, um diskursfähiger zu werden. Es wird Mischungen geben. Ich kann das bei anderen Themen dann, könnte ich das genauso durchdeklinieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, dass wir mehr poly denken als nur dual. Also, dass wir verschiedene Optionen aufmachen. Es gibt Wahrscheinlichkeiten für die Zukunft. Es gibt Möglichkeiten für die Zukunft. Es soll aber vor allem Wünschbarkeiten für die Zukunft geben. Und das ist ja sozusagen jetzt etwas, nicht was wir wünschen, sondern wir müssen ja uns auch vorstellen können und eine Öffentlichkeit dafür haben, dass die Ungeborenen etwas wünschen. Das ist richtig, nicht? Genau. Und das ist ja eine sehr legitime Position, die ich auch nicht nur moralisch finde, sondern die hat mit unserer Identität zu tun. Ja? Sind wir Barbaren, die sich nichts vorstellen, oder sind wir verwandt mit denen, die wir erzeugen? Man könnte so etwas wie einen Anthropozän-Imperativ tatsächlich postulieren, handle so, dass die Tätigkeiten deines Handelns das Erdsystem in der Weise, wie wir es kennen und auch hinterher nutzen, noch gefallen auch werden. Hinterher noch funktioniert und damit die zukünftigen Generationen vergleichbare Entwicklungsmöglichkeiten haben, wie wir jetzt auch haben. Sie nannten eben das Wort Beton. Ja? Und es ist ja offensichtlich, dass von Atlantikwall bis zu Bauten und so weiter, die dann auch schnell zerfallen, Beton eine Riesenrolle spielt. Ja? Seit wann gibt es Beton? Also wir sind wirklich Betonköpfe, wir denken fast schon in Beton, weil wir uns kaum ein anderes Baumaterial heute mehr vorstellen können. Die Römer hatten schon damit begonnen, das ist also eigentlich eine alte Erfindung. Beton ist eigentlich ein künstliches Konglomerat, wenn ich es jetzt geologisch betrachten würde. Ich habe Komponenten, das kann eine Kiesfraktion Sand oder Kies sein, und das zementiere ich zusammen mit einem Bindemittel, das wäre das, was wir so auch als Zement quasi kennen, und das basiert eben auf Kalk, also eine Kalkbasis, die wir... Kalk und Sand, so könnte man vereinfacht sagen. Aber das Produkt kommt in der Natur nicht vor. Es gibt Konglomerate, die kalkig gebunden sind, einen bestimmten Umfang, sogenannte Nagelfluh. In Süddeutschland gibt es relativ häufig aus den Eiszeiten, dass so Schottermaterial schon gleich wieder zementiert wurde. Ja, das bauen wir zum Teil ab sogar, aber als Kunststein, als Fassadenstein. Es kommt nicht im großen Umfang vor. Es kommt Kalk tatsächlich im großen Umfang vor in der Natur. Es kommt auch Sand. Die Korallen. Ja, manchmal, also nicht alle. Sind Kalk, oder? Kein Sand. Korallenriffe sind Kalk und teilweise werden leider auch zur Betonherstellung, zur Zementherstellung Korallenriffe wirklich abgebaut hier. Das ist weltweit geächtet inzwischen. Es passiert weniger, als es früher der Fall war, aber es gibt es leider immer noch. Es gibt Länder, die viel weniger Kalk haben als wir. Wir hatten Zeiten in der Erdgeschichte, die Jurazeit insbesondere, wo ganz viel Kalk produziert worden ist, der jetzt auf der Schwäbischen oder auf der Fränkischen Alb ansteht. Wir können da Steinbrüche machen und holen diesen Kalk da raus. Es gibt den aus der Trias natürlich, den Muschelkalk. Es gibt im Devon, gibt es auch nochmals Korallenkalk. Also Deutschland ist reich an Kalk. Dass wir trotzdem hier Eingriffe in die Natur machen, indem wir teilweise ganze Bergrücken abtragen, ist dann nochmal eine andere Sache. Sand ist aber ein
wird zu einem Problem. Sand wird rar. Das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man so die Wüsten, die Sand in der Wüste, wenn man sich das so denkt. Sand wird deshalb rar, weil wir den Sand aus der Wüste nicht für Beton verwenden können, weil er ist zu feinkörnig, zum einen meist, weil er vom Wind transportiert wurde, auch der ist relativ fein, und er ist ganz fein poliert durch den Wind. Und er hat keine Adhäsion, wie wir sagen, also er haftet nicht mehr gut. Man könnte so einen Beton da mit der Hand fast auseinanderbrechen hier, der ist ganz, ganz spröde dann. Und deswegen wird eben auch sehr viel Sand an Küsten abgebaut, wo dieser Sand eigentlich wichtig wäre, um gegen Meeresspiegelanstieg und gegen Sturmfluten auch zu schützen. Zurück zum Beton, es gibt ihn schon lange, aber in den letzten 20 Jahren haben wir 50% allen Betons, der je verbaut worden ist, überhaupt erst gemacht. Das heißt, auch hier geht es ganz stark in der Beschleunigungskurve hoch. Und die Suche nach alternativen Materialien wäre wichtig. Aber es ist, wenn Sie sich Architekturstudien anschauen, Ingenieurstudien, mit Ziegeln bauen wir nicht mehr wirklich, sehr selten. Und anderes an Materialien ist nur so in Nischen angedacht. Und jetzt dieser Beton, ja, wie löst er sich auf? Der ist ja sehr zählebig, ja. Also so ganz schöner, richtig fest wird er so nach 70 Jahren erst richtig, kann man das sagen. Ist unterschiedlich, es gibt Schnellwinden. Ja. Also der bleibt tatsächlich auch als Gesteinskomponente übrig. Der wird wieder zermahlen werden, der wird erkennbar sein, wenn er in größeren Klumpen noch vorhanden ist. Er kann noch feiner zermahlen werden. Wir könnten ihn an Isotopen noch erkennen, dass er aus Zeiten stammt, die eben nicht der früheren Erdgeschichte entsprechen hier. Er wird in gewisser Weise schon wieder zurückgegeben. Aber so ein Atlantikküstenbunker aus dem Dritten Reich, ja. Der ist noch gar nicht attackiert. Der hält schon noch eine Zeit lang. Natürlich die Untertunnelungssysteme, wenn Sie Bunker sagen. Wir buddeln ja durch die Welt ganz gewaltig. Also auch das, was wir an Bergwerken haben etc. Früher gab es Spurenfossilien, was der Paläontologe hatte. Die gibt es jetzt in einem gigantischen Ausmaß. So, Sie untersuchen da Würmer, nicht im Gestein und so weiter. Und jetzt würden Sie bei uns finden. Sind jetzt unsere Tunnels. Tunnels, Bergwerke und alles, ja. Und jetzt, Stadtsysteme natürlich was auch. Ist jetzt sozusagen das Schädliche daran? Der ist zu komprimiert. Sie sprechen vom Beton? Vom Beton, ja. Also wenn der jetzt sozusagen absackt, ja, nicht ins Meer getrieben wird, ja, und dort mit zu den Sedimenten gehört, was macht der? Der ist nicht schädlich erstmal. Also der ist nicht schädlich. In der Regel nicht, wenn er natürlich mit giftigen Farben angestrichen war oder sonst. Aber an für sich ist er nicht schädlich. Er ist jetzt so erstmal nicht schädlich. Das ist nur das Anthropozän beschreibt er erst einmal nur und beschreibt, da kommen nun Materialien wieder zur Ablagerung, die der Mensch gemacht hat. Man kann erkennen, dass es Anthropozän-Schicht ist. Nicht? Genau. Aber man kann nicht sagen, ob es schädlich oder unschädlich ist. Es ist ein Marker. Nicht alles, was wir als geologisches Signal zur Erkennung des Anthropozäns nehmen, ist zwingend schädlich. Das ist erstmal nur eine Beschreibung, eine Tatsachenbeschreibung quasi. Was schädlich ist am Beton, ist, wenn wir ihn jetzt verwenden, wir brauchen enorme Energien zur Gewinnung eben, zum Abbau von Kalk, zum Transport der ganzen Dinge, zum Brennen von Kalk etc. Das ist sehr energieintensiv eben zu machen und das ist dann ein wichtiger Treiber auch für den Klimawandel. Aber der Beton an sich, den wieder zurückzugeben an die Natur, mag Ökosysteme verändern, wenn in einem feinkörnigen Sediment plötzlich grobe Betonbrocken zu liegen kommen, ist es wieder ein Substrat, ein Untergrund für Organismen, die sich dort anheften können, die sich nicht anheften könnten, wenn diese Betonbrocken nicht da wäre. Also es gibt dann einen gewissen Eingriff ins System, aber ich würde das jetzt nicht als generell schädlich ansehen, dass wir Beton dann wieder zur Ablagerung bringen. Da haben wir andere Dinge, Plastik, Sondermüll, auch die vielen Metalle, auch die seltenen Metalle, die wir eigentlich nur so wieder unrecycelt zurückgeben, die sind ein Problem, weil wir sie dann einfach nicht mehr haben. Wir sprechen von Gewürzmetallen inzwischen, weil wir wieder wie mit der Pfefferdose quasi seltene Erden.